Hallo, ich bin Michaela Weiß und ich stelle euch heute meinen zweiten Jugendroman vor, Seelenfall. Das ist eine magische Geschichte und als allererstes werde ich euch den Klappentext dazu vorlesen. Eine verfangene Seele, ein kryptisches Ritual, ein neues Leben, ein fremdes Ich. Mina, die sich Broken Wings nennt, ist unglücklich über sich selbst und all das, was ihre Welt ausmacht. Doch plötzlich erzählt ihr Internetfreund Nightmare von einem verrückten Ritual, einem Seelentausch, der alles verändern könnte. Ja, und das beschreibt den Anfang des Buches sehr gut. Mina möchte ein anderer Mensch sein, ein anderes Leben leben. Und ausgerechnet der unbekannte Freund aus dem Internet bringt sie auf ein altes Buch und ein okkultes Ritual, das genau das versprechen soll. Sie stürzt sich in diese seltsame Aktion hinein und ja, die verrückte Aktion geht tatsächlich gut. Mina landet als neuer Mensch in einem neuen Leben, aber was sich als anfänglicher Traum darstellt, wird schnell zu einem Albtraum. Ich möchte euch heute eine kleine Szene vorlesen, wo sie dieses verrückte Ritual begeht. Und ja, ich hoffe, ihr seid gespannt bei der Sache. Nur der Schein der Kerzen erhellte den Kreis, meine Opferstelle und die kryptischen Zeichen, die überall herum eingezeichnet waren. Irgendwie fröstelte es mich. Ich nahm die kleine Steinschale in die Hand, stellte mich damit in den roten Kreis. Als ich so durch das dunkle Zimmer sah, kam es mir unheimlich fremd vor, als gehörte es gar nicht mir, als würde ich hier nicht schon seit unzähligen Jahren wohnen. Die Schatten der Kerzenflammen, die an der Wand hin und her tanzten, waren irgendwie beruhigend und doch eigenartig. Was tue ich hier eigentlich? Fragte ich mich plötzlich, ganz benommen. Irgendwie verunsichert. Nein, für einen Rückzieher ist es jetzt zu spät. Ich hatte das alles hier doch nicht gemacht, um nun Schiss zu bekommen. Ich hatte das alles doch nicht veranstaltet, um im letzten Moment doch noch zu kneifen. Ich starrte die dunkle Pampe im Mörser an. Dann setzte ich an und schluckte alles auf einmal hinunter. Oh, richtig widerlich. Schnell stellte ich die Steinschale ab. Dann schnappte ich mir eine Flasche Wasser und trank sofort hinterher, um diesen ekelhaften Geschmack aus meinem Mund zu vertreiben. Für einen Moment hatte ich das Gefühl, alles ausbrechen zu müssen. Ich dachte an Judith, an Sarah, an Lena. Ich dachte an meine Mom und meinen Dad. Nein, sie verstanden mich alle nicht. Sie wollten mich nicht verstehen. Sie hielten mich für komisch und für verrückt. Und das war ich wohl auch. Aber sie nahmen meine Sorgen nicht ernst. Sie nahmen mich nicht ernst. Ich mochte sie, aber ich würde sie nicht vermissen. Nicht in einem besseren Leben. Seien wir mal ehrlich, ich bekam einfach nichts auf die Reihe. Und ich hatte niemanden, dem ich mich anvertrauen konnte. Außer einem Fremden in einem Chat. Sprach das denn nicht schon völlig für sich? Ich kam mir fürchterlich unpassend und ignoriert vor, als wäre ich für so viele Menschen nichts weiter als Luft. Gefangen in der Seifenblase konnte ich alles sehen, doch nichts und niemanden zu mir durchlassen. Ich würde als einsame alte Schachtel sterben, wenn ich dieses Leben so weiterlebte, missverstanden und unzufrieden mit allem, in einem nie endenden Schwall aus Meckern und Jammern, das Einzige, was mich noch erfüllen würde. Ich hatte das Gefühl, niemand kam mit mir zurecht. Aber was erwartete ich denn auch? Ich kam ja nicht mal selbst mit mir klar. Wie sollten es denn dann erst andere mit mir aushalten? Mein ganzes Leben war voller Fehler. Ich hatte es wohl irgendwie geschafft, die Matrix zu sprengen. Und jetzt saß ich hier in meiner schummrigen Seifenblase, zutiefst unzufrieden, wusste mir keinen Ausweg. Alles war so furchtbar verzwickt. Alles war einfach so kaputt. Ich hatte keine Ahnung, wo ich nur anfangen sollte, all diese riesigen Knoten zu lösen, in die sich mein Leben verheddert hatte. Meine Tage blätterten einfach so ab, wie die Rinde von einem morschen Baum, wie die Blütenblätter einer welkenden Blume. Alles kam mir unbedeutend, farblos und mühsam vor.
Die Chats mit Nightmare waren beinahe das Einzige, auf das ich mich noch freute. Er schaffte es, dass ich einen Moment lang das Loch vergaß, in dem ich steckte. Aber es hielt nie allzu lange an. Ich musste das ändern. Ich musste aus dieser Blase raus, musste das traurige Etwas verlassen, das von mir noch übrig geblieben war. Langsam wurde mir schummrig. Das musste an dem ganzen Zeug liegen, das ich gerade wie eine Verrückte heruntergeschluckt hatte. Aber das Ritual war noch nicht fertig. Ich hatte meine Aufgabe noch nicht erfüllt. Ich lief den Kreis entlang, pustete alle Kerzen aus, alle außer zwei, die sich direkt gegenüberstanden. An einer von ihnen blieb ich stehen. Dann zog ich ein Taschenmesser. Ich schnaufte. Inzwischen drehte es sich fürchterlich in meinem Kopf. Ich fühlte mich schwach, eigenartig und völlig benommen. Kam das von diesem Ritual? Oder von den Medikamenten? War das vielleicht zu viel? Ich musste mich konzentrieren, das Taschenmesser richtig an meinen Arm anzulegen. Das Bild vor meinen Augen überlagerte sich. Es wackelte und ruckte zu allen Seiten, verschwommen und verzerrt. Ich musste durchhalten. Ich musste das Ritual zu Ende bringen. Schnell holte ich aus. Ein Schnitt, und das musste reichen. Ich spürte, wie jetzt das Blut an meinen Arm herunterrann. Der Schmerz machte mich wieder ein bisschen wacher. Er kämpfte sich durch das Taubheitsgefühl in meinen Kopf hindurch. Ich hielt den Arm über die Kerze. Während das Blut auf sie heruntertropfte, sah ich hinüber zur anderen Kerze, die mir gegenüber, die noch immer brannte. Ich starrte in die Flamme, sah ihren Bewegungen zu. Wie ein Tanz, der mich noch mehr in Trance versetzte. Wie ein Lied, das leise nur für mich spielte. Ich hörte es zischen. Dann stieg kalter Kerzenrauch auf. Schwach lächelte ich. Mission erfüllt. Nur blieb mir leider keine Zeit, meinen Triumph zu genießen. Die Taubheit hatte mich endgültig eingeholt. Meine Augen fielen zu. Ich spürte, wie ich schwankte. Spürte, wie ich fiel. Und doch fühlte ich nichts mehr. Bevor ich aufschlug, war alles um mich herum weg. War alles um mich herum nichts. Ja, das soll es fürs Erste von Seelenfall gewesen sein. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im Buch wiederlesen.